Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Hallo und herzlich willkommen zum VfR TV. 1:1 ist der Endstand gegen TSV 1865 Dachau. Bei mir begrüße ich Florian De Brato. Hallo Florian. Du hast wieder gespielt, aber bevor wir darauf eingehen, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, dass es eine ganz gutes 1:1 war. Also ich denke, dass es auch in Ordnung geht, das Ergebnis. Aber wir haben in der ersten Halbzeit hätten wir viel, viel öfter das klar ausspielen müssen. Wir haben zahlreiche Szenen gehabt, die zwar nicht zu Torschuss geführt haben, aber nur aus dem Grund, weil wir es halt nicht sauber ausgespielt haben. Und wenn wir da ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit reinbringen, dann kommst du bestimmt zu ein oder zwei Chancen und daraus resultiert dann vielleicht noch ein Tor, aber das ist halt Wunschdenken, das haben wir halt nicht gemacht. Und dann hatten wir halt immer die Gefahr mit der 18, der halt falsch schnell ist, dass halt was geht, so wie halt im Hinspiel auch. Aber das haben wir, denke ich, sehr gut gemacht. Und mei, der Mausi hält uns einmal gut im Spiel, aber also ich finde es überragend, oder? Ja, natürlich. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen traurig, dass wir nicht den Mut hatten, nach den 4 Siegen oder 3 Siegen es einfach sauber auszuspielen davor und dass wir auf unsere Chancen gehen. Das ist halt, aber mei, das Unentschieden, nicht verloren, Serie ausgebaut von Spielen in Folge nicht verloren und das gegen eine Spitzenmannschaft, das finde ich geht in Ordnung. Du hast ja heute selber auch gespielt, wie hast du dann dich selber gesehen heute, nachdem du mal wieder ein paar Minuten bekommen hast? Ja, ich habe natürlich bei hier 2-3 Situationen, da war ich natürlich hinterher, das ist... Aber ist ja normal, wenn man auch so lange jetzt nicht gespielt hat. Ja, und ich bin ja nur monoton gelaufen. Am Donnerstag habe ich das erste Mal was mit Ball gemacht und jetzt hat er gleich wieder in die Schnellkraft und ab. Das war schon sehr anstrengend, muss ich gestehen. Aber ich denke, ich habe dann ganz gute Ballaktionen gehabt, konnte am Tor sogar noch aktiv teilnehmen mit der Balleroberung. Aber es geht halt darum, dass wir es halt dann sauber ausgespielt haben. Das ist das, was ich in der ersten Halbzeit meine. Läubel legt ab, ich leg raus und der Staudi sieht halt einen Dennison. Mei, Gott sei Dank haben wir das 1:1 noch gemacht, ja. Wunderbar, was erwartet uns nächste Woche oder nächste Woche spielst du wieder? Ja, ich geplant ja immer erstmal wieder hinten raus, weil ich muss mich jetzt ja nicht aufdrängen von Anfang an hier eine Halbzeit zu spielen oder so, sondern wir haben ja gesehen, dass wir das echt gut kompensieren. Hoffentlich kommt der Knauer wieder zurück und dann wird man sehen, wie jetzt die Woche im Training ist. Ich muss ja auch aufpassen, dass es nicht auf muskulär geht. Das ist ja auch immer eine Gefahr. Und wenn es am Ende wieder nur für 10 Minuten reicht oder so, aber wir gewinnen, dann nehme ich das gerne mit. Wenn ich gar nicht reinkomme, weil wir gewinnen, dann ist mir sau wurscht. Aber dann sind wir halt in Schlagdistanz bis zum Winter. Und das ist ja unser Ziel. Wunderbar, mit den Worten verabschieden wir uns. Wir hoffen natürlich, nächste Woche fahren wir nach Bogen, dass wir da wieder Punkte holen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.